Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz kurzes, knappes Video. Wie findet man EA Access im PlayStation Store, zumindest auf der PS4 und auf der PS5? Wann startet die EA Access? Wann startet die Web-App? Ich habe euch mal so Daten mitgegeben, vertraute Daten und nicht die Sachen, die auf Twitter rumgehen, wo Leute den EA-Support anschreiben. Ey, Jans. Nee, wahrscheinlich Jans. Kein Mensch heißt Jans. Schreiben Sie irgendeinen EA-Support. Ey, Jan, wann startet die EA Access-Promo? Jan von EA kommentiert 0 Uhr und die glauben es und verbreiten es. Wenn ihr euch fragt, was meinst du, Pains? Paxi, dankeschön. Merkt euch aber eins, wenn ihr im Support-Chat nach Uhrzeiten fragt, wann EA Access rauskommt, die meisten haben nicht mal einen Plan. Und dann sieht es ungefähr so aus, wie Leute mit Musuf schreiben. Und er sagt, ja, ab 0 Uhr habt ihr einen Vorabzugang. Dann wiederum hat mir gerade ein Abonnenten Screenshot geschickt, dass ein EA-Supporter, also hier Support geschrieben hat, ein Mitarbeiter, EA Access gibt es nicht mehr. Schalten Sie ab 22. Zu. Also ab 22. ist es weg. Okay, wissen wir Bescheid, dankeschön. Natürlich stimmt es nicht, aber auch wiederum hat EA die offizielle Help-Seite geschrieben. Am 22. 10 am, bedeutet bei uns morgen um 19 Uhr, ist die 10-Stunden-Version verfügbar. Letztes Jahr war es um 17 Uhr. Und wie es letztes Jahr aussah um 17 Uhr, kann ich euch jetzt einmal zeigen. Ich bin in mein Instagram-Story-Archiv ganz hochgescrollt bis zum letzten Jahr. Genau den Ablauf, wie es letztes Jahr aussah, habe euch dann letztes Jahr in meiner Instagram-Story gezeigt, wie es aussieht, wo ihr FIFA findet, wo ihr es downloaden könnt. Das war ja letztes Jahr noch auf der PlayStation 4 zum Release. Und die Story blende ich euch jetzt einmal ein. Freunde, bei mir, glaube ich, dauert es nicht mehr so lange, Kappa. Nein, aber es geht ganz einfach zum Downloaden. Ihr geht einfach im PSN-Store, schreibt da FIFA 21 Ultimate Edition und dann kann man es kaufen. Oder daneben ist halt dann, warte, ich zeig's euch einmal. Ich muss halt mit einer Hand machen. Deswegen ein bisschen schwierig, aber warte, ich zeig's euch. FIFA 21 sucht ihr. Dann geht ihr hier auf die Ultimate Edition, die hier. Und dann steht daneben Testversion laden, wenn es bei mir jetzt nicht steht, weil ich es schon so gemacht habe. Aber bei euch sollte dann... Hier steht es auch, ja. Hier steht dann kostenlose Testversion jetzt downloaden. Ja, ihr habt es gesehen, man kann einfach ganz normal in der Suche FIFA 22 schreiben und wenn man EA Play gekauft hat monatlich, ich glaube 1,99 oder 99 Cent ist ja gerade sogar im Angebot, wer es noch nicht gemacht hat, kann dann einfach FIFA 22 in der Suche schreiben und kann es dann runterladen, die 10 Stunden Testversion. Und wer das auf der PlayStation 5 hat nochmal ein letztes Mal und EA Play nicht finden kann, ihr geht unter PlayStation Store, geht unter Abonnements, hier könnt ihr euch es dann kaufen und wenn ihr es euch schon gekauft habt, die haben nicht mehr diesen EA Play Hub, wo alle Spiele geordnet sind, also ich finde es zumindest auch nicht mehr. Ich finde nur das hier, wenn ihr ganz runter geht, EA Play Early Access Trials und hier wird dann auch FIFA sein ab morgen, wenn FIFA verfügbar ist und dann sieht das so aus, Download. Ihr drückt drauf, Freunde, bam, ich habe ja EA Play und kann, jetzt habe ich das Scheiße runtergeladen, also nicht die Scheiße, nur Front an Madden, aber ja, so sieht es dann morgen aus und dann könnt ihr FIFA downloaden. Ob es einen Vorab-Download geben wird, weiß ich nicht. Letztes Jahr gab es, glaube ich, soweit ich weiß, keinen. Haben wir gerade in meiner Story gesehen, da kam es plötzlich einfach raus. Letztes Jahr war die Uhrzeit bei EA Access, also es gab keinen Tag vorher oder leider so. Es war das angekündigte Datum um 17 Uhr. Wenn es dann auch dieses Jahr so ist, dann haben wir morgen um 17 Uhr EA Access. Wenn nicht, stellt euch spätestens morgen um 19 Uhr drauf ein. Es kann natürlich auch sein, dass die heute um 0 Uhr kommt. Jungs, bin der Letzte, der das sich nicht wünschen würde. Ich bin übertrieben gehypt. Ich sitze hier selber, auch das Video hier. Ich bringe es zum einen Teil. Ich habe euch gerade gefragt, habt ihr nochmal Fragen, bevor FIFA rauskommt? Also da waren nicht mal 99%, sondern 100% Fragen, EA Play Uhrzeit, Web-App Uhrzeit. Und deswegen mache ich ein ganz kurzes, knappes Video dazu, erkläre euch so die Sicht, was ich zu dem Thema weiß. Und kein Mensch weiß gerade mehr, sonst würden wir es ja auch alle wissen, weil es sich ja schnell verbreiten würde. Es kann natürlich sein, dass wir heute um 0 EA Access spielen können. Wenn ja, Instagram, Twitter, wenn ihr schon im Bett liegt und zur Schule müsst oder arbeiten müsst, werde ich es nochmal raushauen in die Story. Vielleicht seid ihr auch noch wach, könnt ihr es ja dann selber kurz abchecken. Ey, ich gehe kurz im Store. Könnt auch einfach hier untersuche FIFA 22 schreiben auf der PlayStation 5. Und wenn ihr Access dann draußen ist, wird das sowieso dann hier stehen, Freunde. Also hier wird es sowieso dann ganz oben links hier stehen. Drückt ihr drauf und dann wird hier neben Download stehen. Ansonsten macht ihr das unter Abonnements, wenn ihr es schon gekauft habt auf der PlayStation 5. Und auf der PS4 geht ihr einfach im Store, geht auf Suche FIFA 22 und auch da wird euch dann die Access-Version angezeigt. Eine Sache ist natürlich neu. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, ein oder zwei Tage früher die Web-App und dann erst EA Access. Jetzt ist beides für den 22. angekündigt, was sehr verrückt ist, weil man dann die Web-App und EA Access am gleichen Tag spielen kann. So hatte man eigentlich immer erstmal die Web-App, ist jetzt nicht mehr so. Vielleicht kommt die Web-App ja heute 18, 19, 20 Uhr spontan raus, wenn ihr das Video seht. Wenn nicht,
startet sie auch morgen. Letztes Jahr war es die genaue Uhrzeit, 18.30 Uhr haben die Server aufgemacht. Die Web-App ist erstmal gecrashed. Ich hatte das Glück, ich bin trotzdem reingekommen, konnte schon anfangen. Dann habe ich auch ein Video dazu hochgeladen. Dann sind die Kommentare in dem Video explodiert. Ey, bei mir klappt keine Web-App. Kann auch sein, dass ab morgen da die Server down gehen. Und auch bei EA Access, wenn ihr es euch runterladen wollt hier im Store, dass der Store erstmal wie letztes Jahr crashen wird, habe ich auch eben in dem Video gesagt vom letzten Jahr in der Story. Das sind so alle Infos, die man weiß. Kurz zu dem Thema Uhrzeit und Web-App. Eigentlich keine Sache, wo man ein großes Video zu machen muss. Aber Jungs, ich glaube, die Leute, die gerade kein FIFA spielen können, warten wie ich. Warte, Spielstopp, so. Warten wie ich alle auf dem Start von EA Access und der Web-App. Ihr wisst gerade alle nicht, was ihr mit eurem Leben machen sollt. Jungs, ich sag's euch, wenn euch das Video ready ist, ich sag's euch, wie es ist. Monitor oben, Gamer Browser. Links, Wakes, Teasy, Elias, weiß ich nicht. Fernseher, der nächste Streamer an. Und da werden alle Pack-Openings gegönnt bis zum Release. Also, ich weiß, die 7K Packs sind teilweise extrem langweilig, aber man ist halt so geisteskrank im Hype, will unbedingt reinstarten, geht mir genauso. Und deswegen wollte ich euch ganz kurz hier die Fragen kurz und knapp beantworten. Wird auch das letzte Video sein, bevor ihr Access oder Web-App losgeht. Morgen startet dann meine RTG. Ich bin geisteskrank gehypt. Ich hoffe, meine Haare wachsen ein bisschen schneller, damit ich die Cap loswerde. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz erwähnen, deswegen bin ich auch hier auf meinem Kanal. Wenn ihr unter Playlisten geht, habe ich eine Web-App, also eine Web-App-Playlist erstellt. Hier könnt ihr das sehen, da sind drei Videos, Part 1, Part 2, Part 3. Da erkläre ich euch wirklich von der ersten Sekunde, wo ihr in die Web-App reingeht, was ihr machen müsst. Land, Nation auswählen, Trikot auswählen, Wappen auswählen, Willkommens-Boni-Packs, alles in den Videos erklärt, weil die Frage halt auch noch sehr, sehr oft in meinen DMs kommt. Bitte die drei Videos dafür abchecken, nehmt euch eine Stunde Zeit. Von mir aus guckt das Video in doppelter Geschwindigkeit, habt ihr die drei Videos in einer halben Stunde durch. Ja, genug geredet, Freunde, ich bin schon aus der Puste, perfekt. Haut da rein, ich bin erstmal raus, wir sehen uns morgen wieder. Lasst gerne ein Hype-Like da, keine Ahnung, was es sein soll. Dank für, ich glaube, 54.000 Abonnenten sollten wir jetzt erreichen, noch 4 oder 5 Abos fehlen. Danke euch wirklich für euren Support, Liebe geht raus. Danke, danke, danke vom Herzen. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns morgen wieder und ciao, ciao.